Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Video. Nach sehr langer Zeit. Mal wieder. Ja, Leute, was soll ich sagen? Es waren wilde Wochen. Es waren wilde Wochen. Es ist viel passiert, nur nicht auf diesem Kanal. Auf diesem Kanal ist ja nichts passiert. Und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal ein Video und erkläre euch so mal, oder ich rede mal darüber, warum eigentlich, was war die letzten Wochen los, was wird in Zukunft los sein. Und ich wollte noch ganz kurz über das Hand-Update reden. Aber wie viel ich dazu sagen werde, weiß ich nicht, weil ich habe dieses Video hier jetzt schon, ich glaube, dreimal eigentlich schon aufgenommen. Und ich konnte nicht aufhören, über das Update zu reden. Und das leider eher im negativen Sinne. Deswegen werde ich versuchen, wirklich das... Ich werde es nur anschneiden, sag mal so. Ich werde es nur anschneiden, weil es gibt so unglaublich viel zu sagen eigentlich. Und es ist schon seit einem Monat draußen. Ich werde jetzt auch kein eigenes Video mehr dazu zu machen. Jeder hat sich seine Meinung, glaube ich, schon gebildet. Deswegen scheiß mal drauf. Ich gebe euch nur kurz meine Meinung dann ab, damit ihr Bescheid wisst, falls euch das interessiert. Vor allem, weil vielleicht auch einige von euch dazu gestoßen sind durch meine Reaction-Videos. Ja, gut. Fangen wir einfach mal an. Wo war ich überhaupt? Man sieht es vielleicht. Ich bin umgezogen. Ich bin in einem anderen Raum. Und dieser Umzug, naja, war ein ziemlicher Marathon. Ich glaube, 3,5 Wochen oder sowas haben wir quasi jeden Tag durchgehend, ne, von früh bis spät gemacht und getan. Die alte Wohnung ist halt, ne, ist halt komplett fertig schon. Also das ist alles raus, alles frisch gestrichen, alles geputzt, so wie es halt, so wie man halt eine Wohnung abgibt. Und die neue Wohnung ist halt auch fertig. Es fehlt vielleicht noch so gesehen ein bisschen Leben darin, sag ich mal. So, ne, so ein bisschen, hier, zum Beispiel, da könnte ein Post sein oder ein Regal oder irgendwas und über Fernseher könnte auch was hin. Und an sich fehlen ein paar Räume halt noch was. Aber an sich ist soweit alles fertig. Das ist aber nicht der Grund, warum ich 6 oder 7 Wochen weg war. Ich wollte eigentlich schon vor einer Weile ein Video hochladen. Allerdings habe ich nämlich auch, also wenn ihr vom Umzug mitbekommen habt, dann habt ihr auch davon höchstwahrscheinlich mitbekommen, dass ich eine Ausbildung angefangen habe. Diese ist jetzt leider allerdings schon wieder vorbei. Die Gründe dafür gehen keinem was an. Das muss ich nicht ins Internet hinaus besorgen. Das ist privat. Aber sagen wir es einfach so, es hat nicht gepasst. Und mir ging es vor der Ausbildung nicht sonderlich gut und dann während der Ausbildung noch schlechter. Und danach, als ich sie dann eben abbrechen musste, ging es mir noch schlechter. Ziemlich bald daraufhin aber auch wieder besser. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aber ja, waren sehr wilde Zeiten, waren sehr anstrengende Zeiten. Und ich habe in dieser Zeit auch kein Hand gespielt. Ich habe die ersten 2 Wochen, als das Update kam, habe ich gespielt. Hier habt ihr auch ein Bild irgendwo eingeblendet oder vielleicht auch groß von meinem Setup am Release Day. Gott, war das scheiße. Oh mein Gott, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht zu spielen, wirklich. Ich habe direkt am nächsten Tag einen richtigen Tisch aufgebaut. Und dann war es auch schon deutlich besser. Aber ja, ich hab 2 Wochen lang halt, ne, eben gespielt und dann 3 bis 4 Wochen gar nicht mehr eigentlich. Ich habe irgendwann zwischendurch mal eine Runde gemacht, aber sonst, also ich weiß es anhand der Challenges, weil die jetzt nicht mehr verschwinden. Ich habe 3 Wochen Challenges nichts. Also die waren komplett leer. Deswegen, ich habe 3 Wochen lang nicht gespielt. Fast 4 Wochen eben. Und naja, ich hatte dementsprechend auch nicht unbedingt Lust, Videos zu machen. Aufgrund der ganzen Situation, mir war einfach nicht danach. Und an sich wird es auch ein paar Änderungen geben, was diesen Kanal angeht, aber dazu kommen wir gleich. Aber ja, ich hab viel Baldur's Gate gespielt. Falls ihr Baldur's Gate kennt, falls ihr Dungeons & Dragons kennt, super Spiel. Hab mir sehr viel Freude bereitet und mir gute Ablenkung geschenkt. Aber vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Ich war vor ein paar Tagen live auf Twitch. Und zwar mit dem guten Micha vom Kanal Mondkuchenzentrale. Der war nicht live, der hat nur so mitgespielt. Aber wer auch mit dabei war und auch live war, war der gute Flo vom Kanal Fulltime Gamer. Beide sind in der Beschreibung verlinkt, falls ihr die beiden noch nicht kennt. Checkt die unbedingt ab, machen beide sehr, sehr guten Content. Flo ist eher so auf Twitch unterwegs und Micha macht ja gar kein Twitch dafür. Sehr gute deutsche Hand-Showdown-Videos. Also für mich einfach der Beste im deutschen Bereich, was Hand angeht. Finde, man macht eine unglaublich gute Arbeit. Deswegen, falls ihr den nicht kennt, schaut unbedingt bei beiden vorbei. Aber genau, ich war live mit denen und es hat echt viel Spaß gemacht. Und seitdem spiele ich jetzt auch wieder öfter Hand. Die letzten Tage habe ich immer wieder gespielt. Und ihr seht,
Dementsprechend, ich denke auch, ich werde hier Gameplay im Hintergrund einfügen. Ihr merkt, ich habe kein Skript oder irgendwas. Ich werde wahrscheinlich hier im Hintergrund irgendwie Gameplay einfügen, dass ihr mit ihr was zum Schauen habt, während ich hier euch voll laber. Aber ja, das war eben so die letzten Tage los. Ich hatte zu tun. Ich hatte miese, miese Zeiten. Ich habe keine Hand gespielt, deswegen kamen keine Videos. Und jetzt kehrt langsam die Ruhe wieder ein und dementsprechend werden noch wieder Videos kommen. So, allerdings die Videos. Ich muss mal gerade selbst auf meinen Kanal gehen. Ich meine, ich habe ja in letzter Zeit, ich habe ja nur Reaction-Videos hochgeladen. Dazwischen war mal ein XXL-Handgebitter, damit einfach mal einen Haufen Aufnahmen endlich mal loszuwerden, die ich euch schon lange zeigen wollte. Wobei nicht schon, das war sogar alles von einem Tag. Ich habe sehr viele Aufnahmen. Ich habe mehrere 100 Gigabyte, über ein Terabyte an Aufnahmen. Die vielleicht wahrscheinlich jetzt auch gar nicht mehr kommen, nachdem die jetzt auch alle outdated sind. Aber mal schauen. Auf jeden Fall waren ja alles nur diese Reaction-Videos und Update-Videos zwischendurch. Aber die Zeiten sind vorbei, dass jede Woche ein Update-Video kommt von Crytek. Deswegen kommen jetzt erstmal auch keine Reaction-Videos mehr, logischerweise. Und wenn ein Update mal kommt, mache ich dazu dann eben vielleicht ein Video auch in diesem Format. Aber ich möchte jetzt wieder einfach nur Gameplay-Videos bringen. Aber diese Gameplay-Videos werde ich jetzt etwas anders gestalten. Falls ihr Hornet kennt, englischer Content Creator, Züse. Er ist nicht Englisch, aber er macht Videos auf Englisch. Und oder zum Beispiel auch Rachtasi. Das sind auch zwei der größten Hand-Creator. Und ich möchte mehr in diese Richtung gehen, dass ich mir irgendein Thema raussuche. Sagen wir zum Beispiel, Racht hat ein Video über Levering gemacht. Er hat gesagt, yo Leute, Levering wurde gebufft mit dem Update, ist jetzt so und so. Hier seht ihr, was man damit machen kann. So, er redet kurz darüber, eine Minute vielleicht Intro und dann folgen einfach nur Clips, wie die Termine spielt mit Levering, Centennial, Winfield, ne, Mako. Und das war es dann auch eigentlich. So, er zeigt einfach nur anhand des Gameplays, was man damit machen kann. Und bei mir war es vorher so, wenn ich so ein Video, wenn ich ein Video über Levering machen wollte, dann habe ich mir ein Skript geschrieben und habe überlegt, stundenlang geschrieben, yo, was ist eigentlich Levering? So quasi. So, ich fange von ganz am Anfang an und möchte quasi euch alles darüber erzählen. Und das sorgt dafür, dass ich einfach dann keine Lust mehr habe, dieses Video überhaupt zu machen, weil es unglaublich viel Arbeit ist und so langwierig ist. Und währenddessen spiele ich, also natürlich, ne, ich mache ja nicht nur das, dann spiele ich auch und dann sammle ich coole Aufnahmen. Die sind dann aber halt auf Hold, die lade ich da nicht hoch, weil ich was anderes eigentlich machen will. Und dann entsteht eine Endlosschleife und es kommen gar keine Videos. Und dazu bin ich auch, das braucht so eine Weile, bis ich eben zufrieden bin mit einem Video. Deswegen, ich muss das ändern. Ich möchte quasi, es klingt blöd, wenn ich das so sage, aber ich möchte mir weniger Mühe geben? Nee, so kann man es nicht sagen. Ich möchte mich weniger verkopfen, sagen wir es so. Ja, das ist gut gesagt. Ich möchte mich weniger verkopfen, was diese Videos angeht. Ich möchte einfach hochladen, worauf ich Bock habe. Ich möchte auch. Ich habe davor war es auch so, dass quasi, wenn ich. Ich wollte schon öfter mal eine Tutorial-Serie anfangen, wo ich euch alles über das Spiel erkläre. Ist aber nie passiert, weil ich eigentlich nur über halt bestimmte Sachen reden wollte und mir dann noch dachte, yo, aber ich sollte davor noch über das reden. Und davor sollte ich noch über das reden. Und davor noch über das. Und ihr merkt auch da wieder eine Endlosschleife und es kommt einfach gar nichts. Ich hab auch schon Abonnenten verloren, weil ich Versprechen gemacht habe, dass ich Videos zu diesem und diesem Thema mache. Und dann habe ich keine Videos dazu gemacht. Und natürlich sind diese Leute dann, die kommen sich dann verarscht vor. Und die gehen dann halt. Und das ist nicht cool. Das ist nicht cool, dass ich Sachen verspreche und sie dann nicht einhalte. Deswegen wird es einfach keine Versprechen mehr geben. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas sehen wollt. Ich werde aber nicht mehr sagen, yo, mache ich. Weil ich weiß nicht, ob ich es mache. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Also deswegen schreibt gerne sowas in die Kommentare, Vorschläge, weil vielleicht werft ihr mir eine Idee in den Kopf und ich denke mir, boah, ja, geil, unbedingt, das will ich unbedingt machen. Aber ich werde nicht versprechen, dass ich das dann auch wirklich tue. Möchte weiterhin den Spaß am Videos machen beibehalten und nicht mich in irgendwas hineinzwängen, was einfach keinen Sinn macht, vor allem nicht in meine Größe. Ich verdiene nicht mal Geld damit, so warum sollte ich mir damit Arbeit machen? Und selbst wenn ich damit Geld verdienen würde, ist es nicht der Weg, um Content zu machen. Das sollte so nicht sein. Deswegen freut es mich auch sehr, dass diese Reaction-Videos so gut angekommen sind, weil ich hätte die so oder so gemacht. Ich hätte die so oder so weitergemacht, völlig egal, wie viele Aufrufe die bekommen hätten. Einfach weil es mir viel Spaß gemacht hat. Und naja, stellt sich heraus,
fast alle davon haben 1000 Views, manche haben sogar 2000 Views, womit ich niemals gerechnet hätte. Ich hätte damit niemals gerechnet. Aber dann hat er wahrscheinlich gemerkt, yo, das ist authentisch, da ist einfach irgendein Typ hier, so, ich bin dieser Typ und ich rede leidenschaftlich über dieses Spiel und es kommt gut an. Und so möchte ich es eben auch weitermachen. Ich möchte Videos machen, wo man einfach meine Leidenschaft zum Spiel merkt und wo man einfach Spaß mit hat. Genau, so, das habe ich vielleicht ein bisschen um den heißen Brei geredet, aber wenn ihr meine Reaction-Videos kennt, dann kennt ihr das schon von mir. Genau, so viel zum Thema, wie es weitergehen wird mit YouTube. Es kommen Videos. Ich, vor allem in der Regelmäßigkeit, es gibt keine Regelmäßigkeit. Es kommen Videos, wenn welche kommen. Wenn keine kommen, ist das auch in Ordnung. Genau. So viel dazu. So, jetzt wisst ihr, was so die letzten Wochen los war und wieso keine Videos kamen. Und jetzt wisst ihr auch, was bald kommen wird. Nur noch kurz über das Update. Ich muss mich wirklich kurz halten. Ich werd das wirklich jetzt ganz kurz machen. Lüge. Ich bin enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht von Creatic. Ihr habt meine Reaction-Videos vielleicht eben gesehen. Ich war sehr optimistisch. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mir gedacht, yo, wenn die das machen, wenn die diesen Schritt wagen, dann werden die abliefern. Naja. Nicht so ganz wurde abgeliefert. Übrigens finde ich mich gerade sehr dunkel. Ich glaube, es wird gerade dunkler draußen. Naja, egal. Es wurde nicht abgeliefert. Es wurde abgeliefert, was die Map angeht. Die Map ist wow. Wow. Ich liebe Mammoth Gulch. Das ist eine so gute Map. Ich wirklich, wow. Ich bin auch so gespannt auf die Stillwater Bayou kam ja jetzt und ich bin mit den Änderungen da schon sehr zufrieden. Zum Beispiel bei der Devon Ranch. Sehr schöne Änderung beim zweiten Bossraum oder also bei einem der beiden Bossraum, dass man jetzt oben rein kann über so Heulbahn durch ein Fenster. Mega nice. War auch ein Komponent, der finde ich relativ schwierig war zu pushen. Dadurch sehr viel einfacher. Oder auch Podrika, schöne Änderung mit dem großen Fenster Richtung Pitching-Krematorium irgendwie da, dass man es auch irgendwie hochklettern kann, so quasi ein weiterer Eingang, ein weiterer Ausgang, weiteres schönes großes Fenster, wo man rausziehen kann. Und noch ein paar mehr Änderungen, die ich wirklich sehr, sehr gut finde. Und natürlich sieht die Map jetzt sehr viel schöner aus, ne? Das ist klar, sieht wirklich toll aus. Möchte ich auch gleich die Nacht. Ich bin so happy über die Nacht jetzt, wie die Nacht jetzt aussieht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, ob beim Engine Upgrade, ob daran, wie das Licht jetzt funktioniert, ob die irgendwas am Filter geändert haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sowohl auf Mammoth's Gulch als auch auf Stillwater Bayou. Ich mag die Nacht jetzt, weil ich was sehe. Aber es ist immer noch dunkel, aber ich sehe was. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin einer dieser Leute. Ich mag den Regen. Ich mag Ashbloom. Ich mag auch Nebel. Ich brauch nicht nur die ganze Zeit Tag. Ich will schon Abwechslung. Aber Nacht geht mir immer so krass auf den Sack, weil ich sehe nichts, wenn ich meine Gamma nicht hochschalte oder meinen Bildschirm nicht alle mache. Ich sehe nichts, aber jeder kann es dann machen, wie er will. Bei Regen kann niemand sein Bildschirm heller machen und plötzlich sieht er was. Bei Nacht schon. Und das hat mich ziemlich abgefuckt, weil ich will nicht dieser Sweatlord sein, der seine scheiß Gamma hochstellt, damit ich jedes Mal komplett geblendet werde, wenn ich die Map öffne. Aber ich möchte auch nicht einer dieser Leute sein, die halt einfach sofort rausgehen bei Nacht. Ich möchte das Spiel spielen und ich habe jetzt aber nicht mehr das Gefühl, dass ich in einem unfairen Nachteil bin, weil ich sehe jetzt tatsächlich was bei der Nacht und das möchte ich auch sehr positiv hervorheben. Wirklich sehr, sehr toll. Bin gespannt, was mit Regen und Ashburn und sowas dann passieren wird. Wird vielleicht auch nochmal hübscher sein, mal schauen. Aber an sich auch wirklich tolle Änderungen. Wie die Weekly Challenges funktionieren, habe ich ja vorhin schon angesprochen. Wirklich eine grandiose Änderung. Wie gesagt, ich habe 3 Wochen nicht gespielt. Ich hab Challenges von 3 Wochen innerhalb von 3 Tagen gemacht. Innerhalb von 10 Stunden Spielzeit oder sowas habe ich über 20.000 Eventpunkte gemacht und 150 Bloodpoints bekommen. Unglaublich nice. Wirklich so eine schöne Änderung. Schön die FOMO rausnehmen aus dem Game. Finde ich richtig gut. Zumindest in diesem Aspekt. Und wirklich auch eine richtig tolle Änderung. Bullet Drop. Ich liebe den Bullet Drop. Er ist super, super gemacht. Er ist nicht zu krass, er ist nicht zu wenig. Es fühlt sich richtig gut an. Ich habe nicht mehr Angst, auf offenem Feld sofort geheadshottet zu werden auf 200 Meter, was weiß ich. Es ist richtig nice gemacht, vor allem, weil man halt eben an der neuen Map merkt, was Bullet Drop möglich macht. Dieses Map-Design auf der neuen Map ist nur möglich wegen Bullet Drop. Und da bin ich auch schon sehr gespannt auf weitere Maps, was da so kommen wird. Denn naja, ohne Bullet Drop wäre das nicht möglich. Das ist auch wirklich grandios. Sehr gut umgesetzt, bin ich sehr zufrieden mit. So, ich glaube, das war jetzt so ziemlich alles Positive. Leider. Oder vielleicht nicht alles positiv. Nee, stimmt gar nicht. Solo Necro, auch super.
Fände ich sehr gut. Necro und Teams finde ich immer noch scheiße. Fand ich vorher sehr viel besser. Finde es schade, dass das jetzt so ist. Aber naja. Das bin ich mehr das eine oder wird es immer dunkler? Moment, ich muss kurz. Okay, jetzt sieht das Bild wieder anders aus. Sorry dafür. Das ist auch ein Grund, warum ich kein Video gemacht habe, weil mich Technik abfuckt. Oh mein Gott. Aber gut. Egal. Wo waren wir? Genau, wir waren bei Solo Necro zum Beispiel. Solo Necro, richtig gute Änderung. Ich spiele selbst Solo und ich finde es sehr viel besser, wie das jetzt ist. Team Necromancer finde ich nervig, es war vorher super. Ich finde es jetzt, also ich habe schon oft gemerkt, yo, stimmt, ich habe ja schon Necromancer benutzt, jetzt habe ich es nicht mehr. Ja, cool, toll. Eine gute Änderung, aber auch eine schlechte Änderung, die mir nicht so gefällt. Mich fuckt die Farbe wirklich extrem ab hier von gerade, aber ist jetzt auch scheißegal. Genau. Das ist auch eine Änderung, die gut und schlecht ist. Und dann gibt es eine Änderung, die ich gar nicht mag, wie zum Beispiel, wie schnell jetzt Leichen brennen. Finde ich super nervig, dass Joe Klaus nur noch eine Minute halten. Finde ich nervig. Ich habe auch schon mal Reaction-Videos gesagt, dass mir das nicht gefällt. Mir gefällt es auch immer noch nicht. Ich finde es immer noch ziemlich, ziemlich kacke. Aber naja, mal schauen. Vielleicht wird es auch wieder geändert. Wer weiß. Aber die Sache ist, das Problem ist mit bei dem Update ist gar nicht, dass mir die meisten Änderungen nicht gefallen. Also. Das jetzt, sondern mir gefällt. Es ist nicht so, dass mir nicht das Ergebnis nicht gefällt, der Änderung, sondern warum es überhaupt geändert wurde. Ich verstehe bei sehr vielen Änderungen nicht, warum diese Änderung überhaupt passiert ist. Und das ist das, was mich wirklich nervt. Weil das bezieht sich auf so viele Aspekte und die UI ist ein riesiger Aspekt davon. Bei der UI ist so viel, so merkwürdig designt, wirklich. Es ist nicht mal, jetzt mal unabhängig von den ganzen Bugs. Die ganzen Bugs bei der UI, beim Spiel selbst, diese ganzen Bugs sind peinlich. Sorry Crytek, what the fuck? Wie kann das sein, dass nach 6 Jahren ein scheiß Upgrade kommt für das Spiel und das Spiel ist so verbuggt wie quasi noch nie. Also, ich spiele Hans seit 6 Jahren, ich habe fast alles miterlebt. So buggy war das wirklich, ich weiß nicht, ob es jemals so buggy war oder es ist auf jeden Fall Jahre her. Das ist peinlich, muss ich wirklich sagen, es ist peinlich. Und was eben auch peinlich ist, ist diese UI, weil das sind Leute, die werden dafür bezahlt, um das zu machen und die wurden dafür bezahlt, um eine bereits bestehende UI, die auch schon nicht gut war, noch schlechter zu machen. Wie passiert sowas? Ich verstehe nicht, wie sowas passiert. Und weil das nicht meine Sache ist von wegen, yo, die funktioniert nicht richtig und deswegen ist sie schlecht, sondern die designtechnisch wirkt es so, als hätte man sich keine Gedanken gemacht. Als Beispiel, in manchen Screens in der UI, also im Hauptmenü, ne, UI, User Interface, was auch immer, ihr wisst schon, in manchen Screens der UI ist die Taste, also es gibt ja jetzt Shortcuts. Und die Shortcuts sind cool. Nice Idee. Guter Grundgedanke. Aber die Besetzung dieser Tasten für die Shortcuts ist sehr fragwürdig und auch sehr inkonsistent. Auf manchen Screens benutze ich die F-Taste, um zurück in die Lobby zu kommen. Auf anderen Screens benutze ich dann die Control-Taste, um zurück in die Lobby zu kommen. Da habe ich schon angefangen. Warum ist das so? Liegt es daran, dass da, wo ich mit F in die Lobby komme, hat Control eine andere Funktion. Und da, wo ich mit Control in die Lobby komme, hat F eine andere Funktion. Nein. Control oder F macht halt dann entweder gar nichts. Es hat einfach gar keine Funktion. Und dasselbe auch mit Enter. Das fuckt mich am meisten ab. Wir spielen so. Maus, Tastatur. Und meine Hand ist auf WASD. Enter ist in der Mitte davon. Warum ist Enter ein Shortcut für so viele Sachen, die man ständig benutzt? Zum Trades respecken, zum Sachen kaufen auch, zum Sachen bestätigen. Wenn ich meine scheiß Balken respecke, muss ich Enter drücken oder halt draufklicken oder halt Enter drücken, um es zu bestätigen. Dass ich es überhaupt bestätigen muss, ist halt schon Schwachsinn. Aber warum ist es Enter? F macht da nichts. Es ist nicht so, dass es Enter ist, weil F eine andere Funktion hat, sondern F macht einfach nichts. Ich muss Enter drücken, weil ich Enter drücken muss und das war's. Das ist der Grund. Und dazu merkt sich das Spiel oft, dass du Alt drückst, also wenn du einmal Alt drückst, um rauszutappen, was auch immer, dann merkt sich das Spiel diese Eingabe und ich drücke Enter und ich versetze das Spiel in den Windowed-Mode.
hä? Warum? Und das ist wirklich, egal wo du bist im Menü, die Tasten machen immer irgendwas anderes. Loadouts, pre-saved Loadouts, kaufe ich mit F und nicht mit Enter. Enter macht auch irgendwas, ich habe da noch nie Enter gedrückt, keine Ahnung, was es überhaupt macht. Wahrscheinlich halt auswählen irgendwie, aber F, mit F kaufe ich ein ganzes Loadout. Wisst ihr ja, wie ich aber einzelne Items kaufe, wenn ich mir ein Loadout mache? Mit Enter. Hä? Das meine ich. Inkonsistent. Unintuitiv. Sag mal so im Deutschen. Ich verstehe nicht. Es macht keinen Sinn. Ich kann mir nicht erschließen, wann ich welche Taste drücke, weil es einfach keinen Sinn macht. Und das auf die ganze UI bezogen. Überall. Und dazu überall kleine Menüs. Da ein Submenü, da ein Pop-Up, dann hier, da musst du da scrollen, dann hast du da drei Seiten, dann kommt wieder ein Menü auf. Hä? Warum? Ey, vorher war quasi alles auf einem Bildschirm. Es war vorher auch nicht gut. Die UI war auch nicht gut, aber die ist jetzt die Katastrophe. Und wie kann es sein, dass nicht mal eine Woche nach Release von Hans Showdown 1896, ne, doch einen neuen Namen bekommen, quasi eine Woche, nicht mehr eine Woche nach Release dieser neuen UI, schon ein fucking Developer-Update-Video kommt. Jo, Leute, wir wissen, die UI, ihr seid nicht so zufrieden mit der UI, wir werden sie besser machen. Was habt ihr die letzten Monate gemacht? Das war doch eigentlich der Job der letzten Monate, genau das zu machen, die UI besser zu machen. Es wurde von Grund auf eine neue UI gebaut und die ist einfach nur ein Downgrade. Die ist in so vielen Aspekten ein Downgrade. Selbst einfach nur das Equipment des Hunters. Ich muss jeden einzelnen Slot anklicken. Ich muss, dass ich die Waffen anklicken muss. Okay, Primärwaffe, Sekundärwaffe. Dass ich die einzeln anklicken muss, verstehe ich. Aber auch bei den Tools. Ich muss zuerst den ersten Toolslot anklicken, wähle mein Messer aus. Und dann muss ich den zweiten Toolslot anklicken, wähle mein Medkit aus. Dann muss ich den dritten Toolslot anklicken, wähle mein Wurfmesser aus. Ne? Davor habe ich halt das erste angeklickt, Messer equipped, dann direkt Medkit, dann direkt Wurfmesser, Chokebombs. Es war nacheinander. Warum ist das nicht mehr so? Das soll wieder kommen. Das haben sie in diesem Update-Video gezeigt. Das soll jetzt wieder kommen. Warum muss es wieder kommen? Warum war es weg? Wieso war das keine Sache vorher schon? Es war ja vorher eine Sache. Warum wurde es wieder rausgenommen, damit es wieder hinzugefügt wird? Ich meine, es wurden schon ein paar Sachen besser gemacht. Aber die waren vorher schon gut. Oder vorher war es besser. Da wird schlechter gemacht. Jetzt kommt alles wieder. Was ist das für eine Arbeitsweise? Wie passiert sowas? Und das zieht sich durch quasi das ganze Spiel durch. Änderungen, die keinen Sinn machen. Änderungen, wo gefühlt nicht nachgedacht wurde. Und man weiß, dass das Hunt-Team ihr eigenes Spiel spielt. Dennis Schwarz, der Lead-Game-Designer, streamt privat, wie er Hunt Showdown spielt. David Fifey, der General Manager, über den viele nicht so gut reden, was ich teilweise ein bisschen, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, wie viel der Typ jetzt wirklich dafür kann, was so gerade passiert. Aber auf jeden Fall, der hat Hunt gespielt und ist dann ins Hunt-Team gekommen. Also er spielt auch Hunt selbst. Er selbst streamt nicht, aber er ist bei Streamern oft mit dabei. Aber er hat es vorher gespielt und ist dann ins Team gekommen. BDBoy, einer der Community Manager, spielt das Spiel auch privat im Stream. Nicht während der Arbeitszeit. Die Community Manager, die machen auch Streams auf dem offiziellen Hunt Showdown Channel, aber das ist dann deren Arbeit. BDBoy streamt das Spiel auch privat. In meiner letzten Reaction, wo ich auf die Map reacted habe, haben wir Scott dazu gehört, einer der wahrscheinlich der Map-Designer, der Lead-Map-Designer oder sowas, haben wir dazu gehört, wie er leidenschaftlich über diese Map redet und leidenschaftlich über dieses Spiel redet. Man merkt, diese Leute interessieren sich für ein Spiel. Sie spielen ihr Spiel. Und warum werden dann so viele Änderungen getroffen, so viele Entscheidungen getroffen, wo man sich fragt, spielen die ihr eigenes Spiel überhaupt? Ich verstehe es einfach nicht. Und das ist das, was mich stört. Mich stört nicht, dass jetzt Bärenfallen 80 Damage machen und jetzt ein Tool sind und die neuen Death Traps sind, während Poison und Concertina Trap Mines eigentlich jetzt komplett unnötig sind, weil das zwei Toolslots sind und die so viele Nachteile haben im Vergleich zu den Bärenfallen. Mich stört nicht, dass man jetzt alles auf der Map immer looten kann, dass es nicht mehr die Rule of Two gibt. Mich stört nicht, dass Hellfire-Bomben jetzt 50 HP abrennen. Oder was weiß ich, mich stört nicht, dass Shotguns jetzt besser geworden sind, indem sie alle weiter schießen mit mehr Damage. Das alles stört mich an sich nicht. Mich stört nur,
der Grund der Änderung, weil es gibt keinen Grund. Dinge, die vorher gepasst haben, wurden einfach geändert. Und die meisten davon einfach nur krasser gemacht, wo es nicht nötig war, das zu buffen. Und dann werden andere Sachen, wie zum Beispiel Poison Ammo, schon vor dem Update, aber ne, Poison Ammo gegen Immolator ist jetzt nutzlos. Und weshalb war vorher Poison Ammo so stark? Hat man nur Poison Ammo gesehen auf den Maps, jeder Poison Ammo gespielt? Weshalb diese Änderung? Der Speer wurde immer noch nicht richtig genervt. Der Speer kam ins Spiel, wo teilweise wirklich Animationen gefehlt haben. Wenn du zwei Speere hast und du wirfst einen, dann spawnt der zweite in deiner Hand. Der spawnt da einfach. Du nimmst nicht irgendwie die Hand weg aus dem Bildschirm oder sowas, so quasi hier, sieht man nicht, und dann hole ich den neuen Speer her, sondern es spawnt einfach. Das sind Qualitätsmängel, die kannte ich vorher nicht von Crytek so. Und da merkt man, dass irgendwie was Komisches passiert. Und das zieht sich durch das ganze Spiel. In jedem Aspekt eigentlich. Was ich vorhin vergessen habe, der Hellborn ist positives Beispiel, ist auch super. Hellborn kam mir gerade noch. Hellborn ist super, dass er immer im Burntrade droppt, dass er sofort gebanished wird, wenn man ihn tötet. Oder halt, ne, dass er gar keine, dass er ein Instant Banish hat, dass man sofort das Bounty aufheben kann. Richtig cool. Er hat ein bisschen wenig HP, er könnte ein bisschen gefährlicher sein, aber an sich ist das zum Beispiel auch eine schöne Änderung. Aber grundsätzlich zieht sich durch das ganze Spiel Unzufriedenheit. Und das Spiel ist nicht schlecht, das Spiel macht immer noch Spaß, die ganzen Bugs und Performance-Issues mal dahingestellt, auch wenn es auch eigentlich nicht geht bei einem fucking Upgrade nach 6 Jahren, ist peinlich, aber das Spiel läuft an sich dennoch und man kann schon Spaß haben. Aber es ist in so vielen Aspekten einfach eine Enttäuschung. Auch Versprechen wurden gemacht, die nicht eingehalten wurden, wie zum Beispiel Teamkommunikation für Randoms, dass sie nicht mehr den Proximity Voice Chat nutzen müssen, sodass es jeder hören kann und auch nur auf eine bestimmte Distanz, sondern wie es bei dem Discord halt ein Team Voice Chat für Randoms, dass man auch zu zweit als Duo einen dritten Random einladen kann. Also du und dein Kumpel wollen einen dritten Random dazu holen, wurde auch versprochen, ist auch nicht da. Viele Sachen, die einfach ganz komisch gelaufen sind. Und ich war einer derjenigen, die sehr optimistisch eingestellt waren und ich wurde sehr enttäuscht. Naja. Gut, ist halt so. So, ich habe jetzt doch länger darüber geredet, aber ich habe mich diesmal nicht so verloren, deswegen passt das jetzt auf jeden Fall. Jetzt wisst ihr meine Meinung zu dem Spiel. Ich mag Hunt immer noch, werde es auch weiterhin spielen und ich werde sehr hoffen, dass es verbessert wird weiterhin. Ich habe gehofft, dass das Update alles besser macht. Ping Limit übrigens. Gibt es auch immer noch nicht, so nebenbei. Ich hoffe, es wird besser. Es wäre schön gewesen, wenn es schon besser wäre. Aber naja. It do be like that, I guess, mit Crytek. Man ist es ja irgendwie inzwischen schon gewöhnt. Aber gut, jetzt wisst ihr meine Meinung dazu. Nicht so positiv. Aber das Spiel macht ja noch Spaß und ich mag's. Weil ich hier gerade noch sehe, Audio ist auch super. Finde ich auch gut. Wobei es da auch je nach, also manche Leute haben mehr Probleme, manche Leute haben weniger Probleme. Performance ist so eine Sache, das ist tagesabhängig bei mir, ob es gut ist oder nicht. Aber an sich funktioniert es grundsätzlich. Aber ja, ihr wisst jetzt meine Meinung. Und genau, an der Stelle werde ich das wieder beenden. Ich habe die ganzen Infos geteilt, die ich teilen wollte. Es kommen bald Videos. Sehr bald. Und ein bisschen anders. Genau. Dann bedanke ich mich für alle, die immer noch dabei sind, obwohl ich eine Weile lang nichts hochgeladen habe. Ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr seht, yo, ich habe wieder was hochgeladen, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock auf den, deswegen, ne, deabonniert ihr jetzt. Ist alles völlig in Ordnung. Aber ich freue mich über all die, die immer noch da sind und die weiterhin dabei bleiben werden. Jo. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tudelu.